Heute möchte ich euch sehr gerne zeigen, wie ihr eine Sauce Bordelaise wie hier zum Beispiel zu einem Kalbskotelett selbst zaubern könnt. Ich habe mir hier vorne zu sehen ein Kalbskotelett bzw. Kalbskoteletts am Stück nebeneinander noch ergattert, so wie hier zu sehen, aber soll gar nicht der Hauptbestandteil des heutigen Rezepts sein, sondern die dazugehörige Bordelaise. Dazu hier zwei kleine Schalotten, etwas Thymian, daneben zwei Lorbeerblätter, weißen Pfeffer, französischen Rotwein, 250 Milliliter, etwas Butter, Salz, auch 250 Milliliter Kalbsfond und Mörser für den Pfeffer. Dazu kommen wir dann später. Für alle Interessierten hier natürlich auch mal mein Lorbeerstrauch in meiner eigenen Küche. Wie immer übrigens alle Zutaten unten in der Beschreibung und jetzt geht es erstmal ran an die Schalotten. Diese ganz einfach in kleine Würfel schneiden. Ich denke, das hat jeder schon mal gemacht, deswegen jetzt hier im Schnelldurchlauf. Hier wunderbare kleine Würfel. Kleiner geht immer, reicht so. Parallel dazu schon mal eine Pfanne aufgesetzt. Geht ein klein wenig Öl hinein und hier seht ihr jetzt sowohl die Rippchen als auch noch das, was ich oben als Deckel abgeschnitten habe mit der Silberhaut etc. Hier könnt ihr es wunderbar sehen, ein bisschen gepfeffert, habe ich wie gesagt abgeschnitten und geht jetzt beides allerdings dann in die heiße Pfanne. Gibt keinen Grund, warum man die abgeschnittene Haut als Aromageber nicht noch mit hineingeben sollte. Dazu kommen wir dann sofort. Wie gesagt, hier das Stück Silberhaut, ein klein wenig Fleisch noch dran. Passt schon. Jetzt seht ihr auch sofort, warum es da, seht ihr es, wie es sich zusammenzieht. Genau. Ein Grund, warum so eine Silberhaut, die sehr zäh wird, runter muss. Genau. Das wollen wir jetzt erstmal ein klein wenig anbraten. So. Von der ersten Seite ein bisschen angebraten. Drehen wir mal um. Wollen jetzt generell an das großes Stück Fleisch mit den Knochen drin, einfach Röstaromen bekommen hier, von allen Seiten. Deswegen stellen wir es hier auch nochmal ganz F auf für einen Moment und schauen, dass wir alle Seiten gut braun bekommen. Ist dann natürlich noch nicht gar, das ist auch klar. Aber so hier mal von nahem. Wir nähern uns nämlich dem Anröstende, so sage ich es mal. Hier seht ihr schon Anflüge von Röstaromen im Bratöl. Genau, und wenn es soweit ist, dann geht das jetzt in den Ofen und wird dort auf Kerntemperatur gezogen. Hier seht ihr jetzt die Röstaromen. Wie gesagt, Kerntemperatur im Ofen, aber soll nicht Hauptbestandteil des Videos sein, sondern die Soße. Um die kümmern wir uns jetzt, indem wir jetzt unsere Butter dort in die noch warme Pfanne geben. Seht ihr dann auch schon, die braune Farbe kommt jetzt in dem Fall noch nicht von der Butter, sondern eher von den Röstaromen unten am Boden. Die kleinen Schalottenwürfelchen kommen auch dazu und sollen mit angeschwitzt werden, nicht braun werden, sondern einfach nur ganz leicht glasig werden. Wenn das dann der Fall ist, das ist dann auch sehr schnell passiert. Dann, wir warten drauf, Trommelwirbel, da kommt der Rotwein. Habe jetzt hier, wie gesagt, einen französischen Rotwein, trocken, aber was ihr da nehmt, ist jetzt auch nicht so kriegsentscheidend. Wir wollen den Rotwein dann anreichern mit den Aromen, sprich hier Lorbeer. Kommt jetzt noch Thymian hinzu. Wie viel ihr da nehmt, müsst ihr selber wissen. Ich habe jetzt, könnt ihr mal schauen, geben jetzt mal ein bisschen was hinein. Vielleicht drei kleine Zweigchen. Salze dann noch ein bisschen, auch nach Geschmack. Und daneben stelle ich mal meinen Mörser hin. Der Teelöffel ungefähr. Weißer Pfeffer kommt dazu. Wird leicht angebröselt, mal ein bisschen die Hand oben drauf, damit nichts rausspringt. Wie gesagt, nur gut angeknackt. Sieht so aus. Und kommt jetzt aus dem Mörser heraus auch direkt mit hinein.
könnt natürlich auch sofort geschroteten Pfeffer nehmen oder einfach Pfefferpulver, geht natürlich genauso. Ja, und das köcheln wir und köcheln und köcheln und reduzieren es ungefähr ja, auf eine gute Hälfte runter. Wenn das passiert ist, kommt der Kalbsfond hinein. Brodel, brodel, so sieht's aus. Und gleiches Schema F auch wieder reduzieren. Links schon mal ein Topf mit dem Sieb, da kommt das Ganze gleich durch. Da kommen wir dann zu. Fängt dann natürlich die ganzen gröberen Bestandteile auf und das ist dann unser Ziel. Aber erstmal wollen wir weniger Flüssigkeit. Wenn es dann soweit ist, für den Moment, ihr seht, die Soße ist immer noch nicht so wirklich sämig. Geht sie durch das Sieb, die Kräuter und auch der Pfeffer etc. haben die Aromen abgegeben. Die Zwiebeln seht ihr hier auch noch mit aufgefangen, haben ebenso Aroma abgegeben. Wir können natürlich noch ein bisschen was rausdrücken an Flüssigkeit, um nichts zu verschenken, keinen einzigen Tropfen. Sehr kostbares Gut. Unten ist jetzt die Flüssigkeit im Topf. Da seht ihr noch sehr flüssig. Ich hoffe, vor lauter Dampf kann man es sehen einigermaßen. Da geht also noch was. Die Farbe schon recht dunkel gehalten. Nehmen wir das dann mal, wenn es dann weniger wird, an die Seite. Ist immer noch nicht perfekt, aber das muss es auch nicht. Hier gebe ich nämlich jetzt kalte Butter aus dem Kühlschrank hinein. So kleine Flöckchen nennt man montieren und sorgt dann dafür, dass es ein bisschen sämiger wird. Das seht ihr dann gleich auch. Das geht dann relativ schnell. Warme Soße, kalte Butter. Probiert es unbedingt mal aus, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann werden wir jetzt gleich relativ schnell dann das passende Ergebnis sehen. So, ich versuche das mal einzufangen. So, genau. Das ist keine Sahnesoße oder nichts von der Konsistenz Vergleichbares, aber genau so soll sie aussehen und ist bereit abgefüllt zu werden bzw. serviert zu werden. Ich habe jetzt mal hier so ein kleines Schüsselchen. Das rein. Da könnt ihr dann noch die Konsistenz erahnen. Parallel, das erwähne ich nur mal der Vollständigkeit halber, ist jetzt auch das Kalb fertig geworden. Und wie immer bleibt mir nur zu sagen, bon appetit.